Ahoi zusammen zu einer neuen Folge Events erklärt. In der heutigen Episode geht's nicht nur um Geschichte über Kriegsschiffe im Allgemeinen, sondern um einen ganz speziellen Teil. Und das wird auch den ein oder anderen Tierliebhaber oder vor allem Katzenliebhaber freuen. Es geht nämlich um die Geschichte einer Katze im Zweiten Weltkrieg, die zuerst auf der Bismarck war. Wie sie da war oder wie sie da hingekommen ist, weiß man nicht so genau, die Versenkung der Bismarck überlebte und anschließend auf zwei weiteren britischen Schiffen war, bis die jeweils versenkt wurden. Und das war dann Grund genug für die britische Marine zu sagen, die Katze darf nicht mehr an Bord. Und eines dieser Schiffe ist die HMS Ark Royal und die kommt jetzt mit Patch 0.8.8 als Premium-Flugzeugträger auf der Stufe 6 nach World of Warships oder in World of Warships. Als erstes möchte ich euch mal kurz den Wikipedia-Artikel dazu zeigen. Der ist zwar auf Deutsch relativ kurz, aber er bringt so die Eckpunkte dieser Katze mal zum Tragen. Ja, Bordkatze der Bismarck heißt es auf Deutsch nur. Im Englischen ist es der Unsinkable Sam, also der unsinkbare Sam, ja, der den Namen erhalten hat. Auf der Bismarck hieß sie wohl noch Oscar, so genau weiß man das nicht. Die Katze war schwarz-weiß gefleckt, wurde nach der Versenkung der Bismarck auf einem Holzbrett treibend im Atlantik gefunden. Da eine gewisse Nähe zur Versenkung der Bismarck vorlag, ist wohl davon auszugehen, dass die Katze auf der Bismarck gewesen sein muss zum Zeitpunkt der Versenkung. Aber mehr weiß man nicht. Ja? Aufgenommen hat die Katze dann die HMS Cossack. Die habt ihr ja gerade eingangs im Video schon gesehen, ist in World of Warships als Premium-Zerstörer der Briten auf Stufe 8 vertreten. Nur leider hat die Katze nicht viel Glück gebracht, ja, primär schwarz, ein paar weiße Flecken, denn am 24. Oktober 1941 wurde dann die Cossack von einem deutschen U-Boot torpediert und wenige Tage später aufgegeben, ja, also die Katze wieder mit von Bord. Und irgendein katzenliebender Matrose hat dann den Sam, damals noch nicht unsinkable, mit auf die HMS Ark Royal genommen. Ja, das gerade erwähnte Stufe 6 Premium-Schiff war damals in Dienststellung 1938 eigentlich einer der modernsten britischen Flugzeugträger. Nur war dann das Glück da dem Schiff auch nicht sonderlich hold und wurde dann vor Gibraltar auch durch einen Torpedo getroffen und im Schlepp dann versenkt. Und anschließend gab es dann für die Katze permanenten Landgang. Und weil jetzt die HMS Ark Royal ins Spiel gekommen ist, hat sich Wargaming gedacht, Mensch, das verbinden wir doch. Die Vergangenheit von World of Warships hat gezeigt, dass da zum Beispiel in Persona des großen Purfürsten da doch die eine oder andere Katze in World of Warships zu finden ist. Schauen wir uns den Portalartikel dazu mal kurz an. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, das legendäre Maskottchen, der unsinkbare Sam und eben der gerade schon erwähnte neue Flugzeugträger Ark Royal. Es wäre kein Wargaming-Event, wenn es keine Container gäbe in diversen Paketen. Und ihr seht hier 25 Stück für 92 Euro. Lasst euch nicht von dem Rabatt von den durchgestrichenen 100 noch was Euro täuschen. Wargaming legt halt da einen Preis fest für einen Container, multipliziert den mal 25 und gibt halt dann Rabatt drauf. Aber letzten Endes ist das auch willkürlich. Der Inhalt eines Containers, seht ihr hier, das kann Kohle sein bis zu 6.000, das können 250 Dublonen sein, das kann freie EP sein oder eben entsprechend Tarnmuster, 7 Stück, Jäger oder Union Jack und je 7 Spezialsignale zweimal und eben die Chance auf eines der drei Schiffe. Eines davon ist die Ark Royal als Stufe 6 Premium Flugzeugträger der Briten mit zwei Tarnungen dazu. Das zweite wäre die HMS Cossack als Premium-Zerstörer auf Stufe 8 und das gab es so auch bisher nur relativ selten, ein Silberschiff, also ein frei erforschbares Schiff, nämlich die Bismarck, voll ausgebaut. Und das ist dann natürlich immer bei so Containern, wenn da ein Silberschiff drin ist, dass man es ja spielen kann, auch wenn es voll ausgebaut ist. Ja, das hat immer so ein Geschmäckle.
Dazu gibt es je Schiff dann zwei Tarnungen. Einmal die Bismarck zum Beispiel zum Zeitpunkt ihres Untergangs und dann eine entsprechende Katzentarnung. Und dasselbe für die Cossack und für die Ark Royal. Ja. Zur Ark Royal selber kann ich euch nicht viel sagen. Die habe ich im Test kein einziges Mal gefahren. Da würde ich euch dann an die entsprechenden Community-Kontributoren oder Supertester oder Freunde von euch verweisen, die das Schiff schon haben oder allgemein einfach im Forum nachgucken. Natürlich für diejenigen von euch, die sich nicht auf ihr Glück verlassen wollen, bei diesen Container-Aktionen gibt es das Ganze natürlich auch in diversen Paketen zu diversen Preisen. Könnt ihr euch natürlich überlegen, ob euch das die Ark Royal zum Beispiel wert ist. Für diejenigen unter euch, die kein Geld für World of Warships ausgeben wollen, können, was auch immer, keine Sorge, auch da gibt es was. Und da sehen wir jetzt hier mal die Bismarck als das erste Schiff, auf dem die Katze, damals wohl noch Oscar heißend, eine Zeit lang verweilte. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund, die Bismarck hat bei mir eine permanente Tarnung und da gab es ja schon mehrere. Aber als Abschluss einer Auftragsreihe, und das gab es jetzt so ja auch schon länger nicht mehr, zumindest für irgendwie was Eventbezogenes, gibt es jetzt hier die Auftragsreihe Sams Unglaubliche Abenteuer, aufgeteilt in 4 Auftragsteile. Den ersten habe ich schon abgeschlossen. Schauen wir mal, ja, 50.000 Kapitäns-EP, 500.000 Trefferpunkte an gegnerischen Schiffen, geht dann so weiter mit weiter EP erfarmen, Schiffe zerstören, Kapitäns-EP, freie EP sich holen etc. Und je Stufe kriegt man dann einen Container an Sinkable Sam und wenn man den Gesamtauftrag abgeschlossen hat, gibt es eben eine permanente Tarnung. Also die, die ihr gerade auf dem Screenshot gesehen habt im Portalartikel, die gibt es tatsächlich zu erspielen für die Bismarck. Ja, und gerade für die permanenten Free-to-Play Spieler unter euch oder diejenigen, die vielleicht schon länger in World of Warships dabei sind, aber mit irgendwelchen Permanent-Tarnungen noch nicht wirklich viel Glück hatten. Ja, es gab vor ewigen Zeiten mal für die Bismarck gleich 2 zu erspielen. Es gab an Halloween diverse permanente Premium-Tarnungen. Die haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit, wenn da bisher kein Glück war, sich da eine zu erspielen. Vorteil von Premium-Tarnungen oder von permanenten Premium-Tarnungen, die haben nette Boni auf Stufe 8, durchaus nützlich, ja, gerade was die Schiffsreparatur angeht und sie sind natürlich permanent, ihr müsst dafür nichts zahlen, die werden nach jedem Gefecht, solange ihr den Aktiviert-Button selektiert habt, kostenlos wieder aufgefüllt. Also, das ist dann durchaus ein Anreiz, wo man sagen kann, naja, einfach eine Auftragsreihe mal durchspielen, das Ganze bis zum 17.10., also jetzt noch guten Monat zum Zeitpunkt, wo dieses Video veröffentlicht wurde, in Koop, in gewerteten Gefechten, in Szenarien und in Zufallsgefechten. Schauen wir mal in einen Container rein, ja, was da so exemplarisch drin ist. Ja, draußen sieht man eine mehr oder weniger grimmig dreinschauende Katze, irgendwie so Grumpy Cat of World of Warships. Und ja, wie viel Glück habe ich? Naja, ein paar Tarnungen kann man immer gebrauchen. Die Spezialsignale sind ganz nett. Kann man mit leben. Jetzt ist die Frage, ist es euch das wert? Ein Container kostet 4,50 Euro. Sagen wir mal so, dadurch, dass da ein Silberschiff, das man erforschen kann, mit drin ist, ist der Preis für mich für diese Container mittlerweile hoch, beziehungsweise der Gegenwert, den ich für diese Container bekomme, hat über die letzten 10, 12 Events dann doch ganz schön abgenommen. Das heißt, da finde ich persönlich, ist dann eigentlich bloß noch was für diejenigen interessant, die entweder tatsächlich alles aus diesen Containern irgendwie brauchen können und natürlich dann froh sind mit allem, was sie dann bekommen, oder irgendwelche Sammler, die wirklich alles haben wollen. Ansonsten gerade die Ark Royal gibt es dann separat. Natürlich günstiger, wenn ihr da nicht auf euer Glück vertrauen wollt. Ansonsten war es das schon wieder. Eine recht kurze Folge. Freut mich ja, dass Wargaming dazulernt und diese Events in Zukunft auch ein bisschen einfacher gestaltet. Oder ich hoffe auch in Zukunft. Ich wünsche euch, wenn ihr das Event anspielt, viel Spaß dabei. Generell weiterhin viel Spaß beim Spiel. Und bis zum nächsten Mal, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.